Servus meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder damit bei seid bei meinem neuen Video. Und ihr habt es am Titel gesehen, heute ist es endlich soweit. Wir wollen unsere Teichanlage ausbaggern, beziehungsweise zwei von insgesamt vier Teichen. Wer die Anlage kennt, der weiß, dass die Deiche nicht die breitesten sind und wir somit nicht mit einem 40-Tonnen-Bagger hantieren können, sondern uns auf einen Minibagger beschränken müssen. Da aber die Reichweite eines Minibaggersarms sehr beschränkt ist, hat sich unser Teichverpächter etwas Besonderes einfallen lassen. Was, das seht ihr in diesem Video. Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin immer noch stark erkältet. Trotzdem wollte ich euch diese spektakuläre Aktion nicht vorenthalten. Also entschuldigt bitte meine schlechte Stimme. Aber es gibt ja auch genug zu sehen. Ich würde sagen, Baggeraktion geht los nach dem Intro. So, wie ihr seht, ist die Baggeraktion im vollen Gange. Wenn euch das Video komisch zusammengeschnitten vorkommt, dann liegt das daran, dass ich immer nur kurze Videoclips zwischendurch gefilmt habe und nicht jede einzelne Schaufel, die wir aus dem Teich rausgebaggert haben. Immerhin war ich ja auch zum Arbeiten hauptsächlich hier und nicht zum Filmen. Deswegen auch leider wieder alles ohne Gimbal gefilmt. Aber der sensiblen Technik wollte ich den Schlamm nicht zumuten, hier mit schmutzigen Händen, und hätte das wahrscheinlich nicht überlebt. Dennoch ist die Grundvorgehensweise ganz gut erkennbar, denke ich. Am Anfang ganz unspektakulär den Schlamm mit dem Minibagger rausbaggern, soweit wir mit den Standardarmen kommen, und mit dem Dumper wegfahren. Gut, der Dumper hatte nicht das größte Fassungsvolumen, der hätte eine Nummer größer sein dürfen. Oder Aufsatzbretter drauf. Wenn es mein eigener wäre, hätte ich wahrscheinlich auch hinten schon so ein Trittbrett dran geschweißt, dass man nicht hinterherlaufen muss. Kraft genug hätte er dafür auf jeden Fall gehabt. Aber gut, bei Mietgeräten, da kann man sich auch nicht irgendwie was selbst basteln. Da muss man ja auch schon ein bisschen auf den Arbeitsschutz achten. Da wir uns mit Dumperfahren aber immer abgewechselt haben, war das so schon ganz okay und ein gutes Hilfsmittel. Denn zwei Tage eine Handkarre durch den Schlamm durchzuschieben, da hätte man, glaube ich, schnell den Spaß dran verloren. Da der Baggerlöffel auch breiter war wie die Ladefläche vom Dumper, ging immer ein bisschen was daneben, aber gut, das ließ sich nun mal nicht vermeiden. Immerhin noch besser als einen kleineren Baggerlöffel zu nehmen. Was natürlich viel spannender ist, ist ja nicht, wie wir den Schlamm vom Rand wegbekommen, sondern wie wir den Schlamm aus der Mitte bekommen. Und da wurde es hier dann nochmal richtig spannend, als wir die selbstgebaute Baggerarmverlängerung montierten. Und an dieser Stelle erstmal ein ganz großes Dankeschön an unseren Teichverpächter, der keine Kosten und Mühen gescheut hat, diese Konstruktion hier zu bauen. Ohne ihn wäre das ganze Projekt hier gar nicht so leicht realisierbar gewesen. Ich muss auch zugeben, ich hatte anfangs starke Bedenken, dass das so funktioniert. Ob der Bagger das alles so hebt, ob die Schweißnähte halten. Das sind ja alles enorme Kräfte, die bei der Verlängerung hier so wirken. Wir haben es jetzt nicht gewogen, aber man muss es schon zu zweit tragen. Dazu ist das Ganze noch teleskopierbar auf die doppelte Länge. Und dann noch der nasse Schlamm dabei. Das ist schon heftig. Aber es funktioniert alles einwandfrei. Gut, dass ich nicht gewettet habe. Die Wette hätte ich auf jeden Fall verloren. Hier sieht man jetzt wunderschön, dass die Taktik aufgeht. Schlamm ranziehen, Verlängerung reinschieben, Schlamm nachholen, weiter ranziehen und rausbaggern. Gut, wir mussten immer ein bisschen abwechseln zwischen Teich 1 und 2 arbeiten, damit sich die dünne Suppe dann erst wieder ein bisschen setzen kann. Aber wir konnten die Teiche auch nicht Wochen vorher ablassen, weil die Nachbarteiche belegt sind und das Wasser sonst durch den Damm durchgedrückt wäre und alles freigespült hätte. Also im Idealfall wiederholt man das Ganze mal, wenn man die Teichanlage komplett leert, alle vier Teiche, ein paar Wochen durchgetrocknet, und dann ist das Ganze natürlich noch wesentlich effektiver. Aber für den Anfang schon echt erfolgreicher, als wir es anfangs vermutet hätten. Hier sieht man mal in der Höhe,
wie lang die ganze Konstruktion ist. Also statt einer Schaufel hier eine Kettensäge dran und man hätte einen perfekten Hochendaster. Wobei man noch ein bisschen höher kommen würde. Der Bagger hat seinen Arm ja noch eingefahren. Aber wir wollen ja ohnehin keine Bäume entasten, sondern Teich entschlacken. Deswegen geht es jetzt auch schon bei Teich 2 weiter. Den Vorgang einige Male wiederholen und eine Stunde später sieht man schon wieder eine deutliche Veränderung. Auch bei Teich 1 ist schon die erste Böschung fertig, was dank der Schnellwechsler-Kopplungsplatte, die 180 Grad schwenkbar ist, kein Problem war. Ich wollte früher mal für meinen Bagger schon so einen schwenkbaren Gramräumlöffel haben. Die gab es da schon, aber noch nicht diese schwenkbaren Adapter, die natürlich wesentlich mehr Sinn machen, denn somit ist dann jedes Anbaugerät in der gewünschten Position schwenkbar. So wie in diesem Fall auch die selbstgebaute Konstruktion. Hier bei Teich 2 haben wir den riesen Vorteil, dass wir den Schlamm nicht wegfahren brauchen, sondern bei dieser Seite der Bagger den einfach nur hinter sich an der Böschung legen braucht. Das erleichtert die Sache natürlich ganz enorm. Wo wir nicht mehr fahren bzw. baggern müssten, ziehen wir den Schlamm gleich wieder ein bisschen gerade. Vorher war das Gelände auch ein bisschen uneben zum Rasenmähen. Vielleicht bekommen wir das jetzt ein bisschen besser hin, wenn der Schlamm abgetrocknet ist. Ein bisschen gerade haken und dann kann man hoffentlich auch wieder besser rasenmähen. Denn in ein paar Monaten bzw. Wochen dürfte die Schlammwüste hier dann wieder grün sein und ordentlich aussehen. In dem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Hypno-Hilke.